Nein! Rein! Voll hallo und herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblings-Meme-Kanal. Wir gehen direkt rein, muss nicht schmecken, muss nur wirken. Wie nervig. Oh, der lacht doch nie. Warum denn? Oh, Digga. Oh. I died it. Das war eine wichtige Lebenslektion, du. Die hat ihm großen Dienst erwiesen, glaube ich. Wo war? Ja, ja. Du hast doch gesagt, ich soll den Bierkasten leeren. Den Briefkasten. Oh. Oh, TikTok Sketches, Alter. Es tut mir leid, bitte verzeih mir. Oh, ah, klar, alles gut. Alles klar, alles gut. Na klar, alles gut, Alter. Oh, tja, süß gemeint, aber tatsächlich verliere ich nicht so gerne. Dementsprechend habe ich eine Idee. Ich zock eine Runde. Digga, wer kann denn den Namen aussprechen? Quatsch, aber gute Williamson Dutt. Wie soll man die denn aussprechen, Diggi? Williams Dottir. Das Dottir steht übrigens für Tochter. Für, ne? Tochter, weil das ja. Ja, bei den Männern ist immer Son hinten und bei den Frauen ist immer Dottir, ne? Ja. Okay, next time Carolina Lea Williams Dottir. Was? Digga, wie sie dich einfach genutzt hat. Ich bin noch mehr als vorher. Aber Dankeschön für den Hinweis. Was Süß. Macht Dachi? Joggen mit den Fräs ist ja geil. Was geht, Bruder? Was geht, Bruder? Dass man vielleicht noch schreibt oder so. Ja, schreiben ist gut. Du hast mich blockiert, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ne? Du hast mich blockiert, du hast mich rausgeschmissen. Wie soll ich dir dann noch schreiben? Naja, sicher. Ja. Ja. Stefan, es ist leider so. Ja, und WhatsApp hast du mich auch blockiert, ne? Nee, du hast mich blockiert. Du mich dann auch. Ja, nachdem du mich blockiert hast. Ja. Aber müssen wir das dann? Ich dich schon blockiert. Ja. Knifflige Situation, du. Das ist ja echt schwierig mit dem Schreib doch mal, ne? Mann, was willst du? Bist du kaputt in deinem Kopf? Du pennst den ganzen Tag, was? Die pennt den ganzen Tag, was? Mensch. Das ist voll lieb von dir, das findet mein Freund nämlich auch. Willst du auch was dazu sagen? Nee, wer ist denn das? Aber der ist voll trainiert. Nimm lieber den. Geile Antwort auf jeden Fall. Richtig gut, Alter. Ey, wie gottlos verwirrt du sein musst, wenn das die Antwort ist. Ey, warte mal, soll ich jetzt nochmal schreiben oder nicht? Ich hab sie, was? Der Text. Bro hat gesagt, geht klar. Aber sie hat irgendwie so, sie gibt so Nein-Vibes. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen. Hast du versucht einzusperren? Ey, der Text ist richtig geil. Ich musste lachen, weil das stimmt einfach. Ah. Ja, al dente. Ja, absolut. Scheiß Corona. Ich hätte so viel Bock auf Sport und mal wieder joggen gehen. No. Joggen darf man aber. Halt die Fresse! Das ist übrigens so in Essenz die Art von Humor, über die wir irgendwie nicht so richtig lachen können, ne? Das ist in Essenz, weiß nicht, was... das ist Boomer-TikTok. Ja, schon, ja. Ne? Ja. Und zwar, ja. Bin lustig, weil ich junge Menschen hasse. So, ja. Außer Paul, ja. Paul findet alles witzig. Paul findet alles witzig. Es war. Nee, nicht alles. Paul findet nicht alles witzig. Nicht alles, nicht das alles. War. Ich habe heute Paul was vorgespielt und ich kann verstehen, dass er das nicht lustig fand. Nee, D'Agostino, ich finde Gigi D'Agostino immer noch super. Ja, Gigi D'Agostino ist ein guter. Gigi D'Agostino ist eine Legende, Alter. Absolut. Der ist schon geil lustig. Mein Hotyphen Rudi. Sorry, Jackson, no me, mein Lieftyp. Blau, Hals, Strauß. Blau, Hals. Aber was ich nicht sehe, ist ein blauer Hals. Das ist ein weißer oder höchstens grauer Hals. Was machen wir dagegen, Thanos? Töten wir sie? Thanos, nein. Also, was mich jetzt aber gerade extrem aufregt. Hui! Was ist denn mit ihr? Ist, dass sie den Weg komplett neu gemacht haben. Der andere war doch noch gut. Das verstehe ich auch nicht, Digga. Die haben den Weg hier neu gemacht. Mit Schutt. Digga, der andere war vollkommen in Ordnung. Warum haben die das geändert? Anstatt da mal einen Mülleimer reinzubasteln, machen sie den Weg. Und der andere war sehr gut. Kylo hat auch was dagegen. Ja, genau. Ja. Hau ihn raus, Kylo. Because. Jo. Das
Digga. Das ist ja nur geil. Das ist doch der Typ ist doch sowieso so sauepisch. Der macht auch diese ganzen, keine Ahnung, so Doing Chores ultra fast und war so. War klar, dass du den wieder kennst. Nee, nee, was? Oh Leute, guckt euch schon meine Kekse an, die habe ich jetzt gerade gebacken. Ja, am Arsch, Alter. Schön raufgelegt, wo ist die Packung? Ja, ja, ja. Ja, ja. Kekse. Oh. Heiß, 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 oh mein Gott. Das Leben einfach genießt, Mann. Wenn man es genießt, Alter. Armen Akku. Armen Akku. So geil, Armen Akku. Okay. Was ist? Okay. Hans genießt Leben. Ja, aber Hans Entertainment so war... das Leben am Menaco. War Legende. Skip, skip. But when does this game get fucking good? Somewhere beyond the sea. Da ist schon zweimal Musik drin, das war jetzt nicht bei mir, ne? Nee, ich musste nicht singen. Gute Idee. Ja. Ich habe kurz drauf gewartet, ob du was sagst. Ja. Ich hab dir extra ein bisschen Zeit gegeben. Ja, ich sag Thomas, er soll was planen. Was geht denn da, Arbeiter? Junge! Digga, das Ding hat die Fluglotsen am Lake Michigan verwirrt, kann ich dir aber sagen, Junge. 51 abgestürzte Flugzeuge. Naja. Der will Arschschießen gemacht gegen Astronauten, der Mondschiff, Alter. Komm, ich stehe bereit. Komm, wann kommt der mal? Schau. Der Typ steht vor dir. Er trifft den Astronauten, komm. So ist, Kurva. Mordo. Penguin. Das hab ich lange gebraucht, Alter. Digga, hab ich lange gebraucht. Lol, aber stimmt. Einfach so britische Gentleman-Pinguine. Hat denn noch jemand ein Thema? Nee, ich hab kein Thema mehr. Sehr gut, dann würde ich den Call jetzt auch beenden, wenn dann keiner mehr ein Thema hat. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Dann ich hab noch ein Thema. Aber ich smashe total gerne mit dir. Hier im Studio, wenn wir zusammenarbeiten. Also. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll, denn naja, Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt ja, jemanden abschleppen. Nee, also das meine ich jetzt nicht. Es gab einen Bruder bei uns in der Moschee. Eines Tages haben wir gebetet und nach dem Gebet habe ich mich umgedreht zur Gemeinschaft und subhanallah, mein Blick fiel auf eine Person. Der hat nach seinen Socken gesucht und irgendwann hat er seine Socken gefunden. Und als er seine Socken gefunden hat, hat er daran gerochen und so war. Das heißt, er war selber erschrocken vom Geruch. Was hat er daraufhin gemacht? Sie in eine Tüte eingepackt und Atomsticker drauf gemacht? Er hat sie angezogen. A'udhu billah. Er selber hält seinen Geruch nicht aus und setzt uns seinen Geruch aus. Was ist das für ein Mann? Hey, wie heißt du eigentlich? Was geht im Hintergrund eigentlich ab? Bro, du hörst im Hintergrund nur Hey Puppe! Mein Name? Ja. Mein Name ist Uwe Wuhr 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 und jetzt Wuhr Wuhr Uwe Mugen Hoss Hass. Was? Das ist ehrlich für ein Meme-Lord, Alter. Das ist ja nur gut. Seit der Story mit den Socken frage ich mich immer noch, ob Aliens essen Haram ist, Alter. Okay. Nice one. Okay, also so gut war er jetzt auch noch. Er war schon sehr. Ich will einfach nur den Namen wissen und er so, mein Name ist Unutuewe, Inutuewe, Utuewe, Utsas. Mein Name ist Uwe Wuhr 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 und jetzt Wuhr Wuhr Uwe Mugen Hoss Hass. Ja, das ging zu schnell nochmal. Uwe Wuhr 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 und jetzt Wuhr Wuhr Uwe Mugen Hoss Hass. Ja, cooler Name. Nennen wir ihn einfach Uwe. Steht jetzt auf und geht. Wow, schon so spät. Was ist das für eine Sendung? Ich will das mit euch gucken, weiß einer, was das ist? Das steht oben links.
Oh Gott, ey. Ist also gut, nicht jetzt, Alter. Sondern... Ich hab ganz vergessen, ich hab noch einen Termin, ne? Sorry, tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Ah, okay, wir sehen uns nicht mehr. Ja, schön. Familie, Mensch. Ja, ich melde mich einfach. Boah, das klingt richtig schlimm, cringe, schlecht, aber richtig gut, Mann. Das ist von Schülern produziert. Digga, das Familie, ist, Mensch. Das muss mega gut sein. Ich kann nicht mehr wirklich. Alter, das ist ein... Digga, das ist ein eigener YouTube-Kanal. Nein! Rein! Das ist Mobbing wegen Hobby. Wir müssen Mobbing rein! Mobbing aus Neid. Mobbing wegen Name. Okay, Mobbing im Internet. Wir werden auf jeden Fall mindestens eine Folge von Familie Mensch gucken. Wir sehen uns da und jetzt lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich. Oh mein Gott!